Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Comic-Kritik hier auf meinem Kanal. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten auf jeden Fall und sorry, dass wieder einen Monat gar nichts kam. Habe ich gesehen, kurz bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet, habe ich nochmal geschaut, wann kam das letzte Video raus. Das ist schon wieder ein Monat her. Also es ist echt insane, wie schnell die Zeit vergeht. Und ja, ich habe nichts gemacht, hatte ein paar Sachen zu regeln, habe einen Job, der ist gekündigt. Den hatte ich eben bis vorgestern noch und das war absolut terrible. Also wirklich Leute, wenn ihr einen Job macht, der euch nicht gefällt, dann raus. Also es war zum Glück nur ein Teilzeitjob, so deswegen hat mich das jetzt nicht komplett kaputt gemacht. Aber es war nicht so schön, es war wirklich nicht so schön. Ich will jetzt keine Details erzählen, weil ich nicht weiß, wer das Video hier sieht. Aber es war echt eine unschöne Zeit und ich bin echt froh, dass das jetzt rum ist. Ich kann jetzt wieder intensiv an meinem Comic-Projekt arbeiten, was in ungefähr 2 Monaten fertig werden soll. Hab da jetzt aktuell 15 von geplanten 30 Seiten. Ihr könnt da gern, also ich blende es hier einfach mal ein. Diese Bauchbinde existiert noch nicht, aber die muss ich noch erstellen, aber ihr müsst jetzt irgendwie was stehen. Und zwar mein Instagram-Account. Folgt mir da, das wäre super cool, weil ich werde da demnächst anfangen, was zu posten. Also ich poste da schon regelmäßig was, aber wirklich zu dem Comic selber, weil ich bin selber Illustrator und Comiczeichner, für die, die es nicht wissen. Deswegen rede ich auch so gerne über Comics. Und das ist voll das Herzensprojekt und ich bin echt gespannt, wie euch das gefallen wird und überhaupt jegliches Feedback ist erwünscht. Also checkt mal mein Instagram-Profil ab. Genau, ansonsten, ne, ich habe Zeit für das Projekt, ich habe Zeit für YouTube wieder, ich kann euch mehr Sachen vorstellen. Den Anfang macht heute eben Batman, der Fluch des Weißen Ritters. Ich habe noch das Artbook von dem japanischen Manga-Zeichner Junji Ito hier. Das würde ich auch gerne zeigen. Ich habe noch nie ein Artbook hier vorgestellt, aber das sieht super nice aus. Er ist so ein Horrorzeichner. Ich habe da gestern Nacht kurz reingelesen, direkt irgendwie Horrorvorstellung bekommen. Also ich hatte keine Albträume, aber holy shit. Ja, und da habe ich noch Batman The Last Night on Earth hier. Den habe ich auch schon durchgelesen von Scott Snyder und Greg Capullo. Den Comic zeige ich euch auch noch. Genau, das ist so der Plan für die nächsten Wochen. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der Kritik. Ich muss erst mal wieder reinkommen, so. Ich habe schon lange keine Comic-Kritik mehr gemacht. Genau, also, ich habe den Comic hier aus Amerika importiert, weil ich den ersten Band, also Batman White Knight, den fand ich so gut. Also ich habe dem damals auf meiner Kritik, ne, da gibt es auch eine Kritik hier auf dem Kanal, habe ich den ein A+ gegeben. Also es ist halt die perfekte Bewertung. Und für mich ist Batman White Knight auch einer der besten, wenn nicht sogar der beste Batman-Comic des letzten Jahrzehnts. Also es war unfassbar gut. Und das ist jetzt die Fortsetzung dazu. Selber Dude, ne? Also Sean Murphy, der ist hier der Zeichner und der Autor. Und ja, der zeichnet das Ding hier weiter. Das Interessante ist auch, kleiner Fun Fact, Sean Murphy hat für Batman White Knight übel kämpfen müssen. Also DC war sich nicht sicher, weil das hier halt eine Elseworlds-Story ist. Also das ist nicht Teil des DC-Universums, sondern das ist halt wirklich Non-Canon. Also alles, was hier passiert, bleibt auch in diesen Comics und wirkt sich nicht auf das DC-Universum aus. Und das war eben der Deal bei der ganzen Sache. Sean Murphy darf diese Story nur machen, wenn das eben so ein Ding in sich bleibt. Aber das Problem für DC ist, dass White Knight so erfolgreich geworden ist und so beliebt ist, genauso wie hier die Fortsetzung, dass man jetzt langsam überlegt, das Ganze einfach Kanon zu machen und einfach zu sagen, okay, das ist Teil des Universums, was krass ist. Ja, und genau, Sean Murphy hat dafür eben viel gekämpft und das Ergebnis, zumindest vom ersten Band, war absolut überragend. Und wie das ist beim zweiten geworden ist, das erzähle ich euch jetzt. Los geht's. Kommen wir ganz kurz zur Geschichte des Comics. Natürlich wie immer spoilerfrei, weil ich will, dass ihr den lest. Ist wirklich ein guter Comic. Und ja, die Story ist basically eine Geschichte über die Wayne-Familie, über den Wayne-Stammbaum, über die Entstehung Gothams. Also der Comic beginnt wirklich in der Vergangenheit, so im Jahr 1685, wo Edmund Wayne zusammen mit Bakar Lafayette Arkham stürzen wollen. Lafayette Arkham ist so eine Art Vampir-Dude, der in Gotham Valley ansässig ist, dieses Valley unter Kontrolle hat. Und Edmund Wayne will sich das zurückholen mithilfe von Bakar. Die Namen sagen euch vielleicht nichts, aber ich kann diese Charaktere wirklich nicht erklären, ohne irgendwie zu spoilern, ne? Also das ist so
Damit beginnt der Comic. Und man könnte jetzt meinen, ja klar, die Geschichte, ne, die kennt Batman, Batman weiß, wie Gotham entstanden ist, Batman weiß von seinen Vorfahren, aber dem ist nicht so. Und stattdessen weiß Joker einiges mehr, er kennt einige Geheimnisse der Waynes und will die ans Tageslicht bringen, zusammen mit Azrael. Also der will das nutzen, um Gotham zu stürzen, um Gothams Eliten zu stürzen. Und ja, also wirklich für Chaos zu sorgen, wie immer. Also da entbrennt wirklich ein Krieg in Gotham. Und Batman muss währenddessen rausfinden, was hier eigentlich abgeht. Ne? Wer er eigentlich ist, wer die Waynes sind, wie Gotham entstanden ist. Also es ist ja sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Schwer die Story zu erklären, ne? Also wirklich schwer euch die jetzt schmackhaft zu machen. Aber ich kann nur so viel versprechen, der Twist gegen Ende, der, ja, der hat's in sich. Und es ist zu Recht eine Elseworlds-Story. Ja, so viel sei gesagt. Ja, also ihr merkt schon, Inhaltsangaben sind wirklich mein Ding. Es ist wirklich ein Rumgeeier hier. Aber ich kann es nicht anders beschreiben, weil es einfach sonst Spoiler wäre. Es tut mir echt leid. Ja, naja. Kommen wir zu den Kritikpunkten. Also, ich fand den Comic wirklich gut. Also, ich kann auch jedem empfehlen. Ich meine, alle, die White Knight gelesen haben, müssen den sowieso kaufen. Und alle, die White Knight noch nicht gelesen haben, die holen sich sofort White Knight und dann auch Curse of the White Knight. Also, es sind wirklich zwei gute Comics. Aber ich finde, dieser Comic hier, also die Fortsetzung, die hat ein großes Problem. Und das ist einfach, dass der Twist nicht stark genug ist. Und der Comic baut die ganze Geschichte nur auf diesen Twist auf. Also alles steuert auf die Lösung des großen Wayne-Geheimnisses zu. In jedem Heft gibt es wieder eine Reise in die Vergangenheit, gibt es wieder ein paar Hints und Hinweise, was es mit den Waynes auf sich hat. Und als es dann am Ende einfach zur Auflösung kommt, da hatte ich einfach nur so, dieses ganze Build-up, das war es nicht wert halt. Das war es echt nicht wert. Dafür ist die Idee dieses Twists nicht gut genug. Und das ist echt schade, weil natürlich so ein mega großer Brocken diese Geschichte wegbricht. Ne? Und viele Dinge fehlen dann. Ne? Also ich finde auch, dass Sean Murphy so ein bisschen den Fokus aus den Augen verloren hat. Er konzentriert sich ja wirklich komplett auf den Twist. Und er ist ja einfach nicht so nice und neben dem Twist passiert dann gar nicht so viel. Also neben diesem Identitätsdilemma der Wayne-Familie. Und das fand ich ein bisschen schade. Ich mochte auch nicht, wie Batman in dem Comic agiert. Er handelt manchmal sehr unüberlegt. Er hat ja schon in White Knight so ein bisschen ein Problem mit sich selber, weil er ja hinterfragt, ob das, was er macht, wirklich Sinn hat in Gotham. Was ich einen interessanten Gedanken finde, ne? Also er denkt sich, ey, ich habe so viele Millionen und Milliarden, ich habe so viel Technologie und Werkzeuge und irgendwie kriege ich das hier nicht in den Griff. Gibt es vielleicht eine andere Lösung? Ne? Das ist eine nice Idee, das ist ein cooler Ansatz, aber diese Identitätssache, die fand ich irgendwie nicht so cool. Ja, also die war interessant, ne? Keine Frage, aber nicht gut genug, um einen kompletten Comic lang erzählt werden zu müssen. Dennoch ist es interessant zu lesen, ne? Also so ist es nicht, wie gesagt, es ist einfach so ein bisschen underwhelming irgendwie, alles in allem. Aber ich mochte wieder Joker, der einfach wieder super nice mit sich selbst zu kämpfen hat, also das ist echt traurig mit anzusehen, ne? Weil in White Knight war es ja so, dass Joker geheilt war, mehr oder weniger. Er wurde zu Jack Napier, ein normaler Bürger, der sich sogar politisch engagieren wollte, auch gewählt wird dann. So, ich kein Spoiler zu White Knight, das passiert relativ am Anfang, das ist so die Story von White Knight, ne? Dass Joker eben der Gute ist und Batman der Böse. Und hier ist es wieder umgekehrt, ne? Der Joker hat wieder die Überhand gewonnen und Jack Napier ist erstmal weg. Ne? Der schlummert irgendwo in ihm, aber nur Harley kann ihn manchmal rauskitzeln, ansonsten ist Joker einfach wieder der Böse. Und das ist so nice und dramatisch, weil er immer wieder, ja, einfach mit sich selbst übel zu kämpfen hat, ne? So wie Batman mit sich selbst zu kämpfen hat, so Joker eben auch. Und ja, auch die Rolle von Harley Quinn in dieser Geschichte hat mir übel gut gefallen. Also da will ich auch nicht spoilern, aber da gibt es echt paar richtig schöne Momente. Ich finde, der Comic hat auch übel die schockierenden Momente. Also es sterben extrem wichtige Charaktere. Hätte ich nie erwartet. Ich habe da immer gedacht, ich habe so weitergeblättert, kommt der nochmal zurück? Nee, der bleibt tot. Und ich mag sowas. Ich mag, wenn wirklich Comics einfach konsequent sind und einfach mal jemand tot bleibt. Und ja, das passiert ja auch. Das war auch sehr schön geschrieben, unerwartet. Und ja, das hat mir echt gut gefallen an der Geschichte. Und das hat man halt echt diesem Elseworld-Ding zu verdanken, ne? Dass hier Sean Murphy einfach die kreative Freiheit hat,
um machen und tun zu können, was er will. Und das liebe ich. Und er kann das sehr, sehr gut. Und hat das hier in dem Comic wieder bewiesen. Was er natürlich auch sehr gut kann, das habe ich, glaube ich, in jeder einzelnen Comic-Kritik zu seinen Comics erwähnt, ist Zeichnen. Die Zeichnungen sind top-notch. Das ist das Beste, finde ich, was im Comic-Business aktuell am Start ist. Ich finde, Sean Murphy ist wirklich der beste Zeichner. Für mich ein riesen Vorbild. Habe ich euch auch schon ein paar Mal erwähnt. Ja, und es ist einfach, ich meine, ihr seht sie hier selber. Es ist so cool. Es ist nicht dieser klassische Superhelden-Style, nicht dieser klassische US-Comic-Style, sondern er hat da so seinen eigenen Twist. Es ist mega dynamisch. Er hat ein paar echt kreative Designs sich ausgedacht. Also ich mag, wie Ezreal aussieht. Ich mag eben dieses Joker-Jack-Napier-Spielchen und auch Harley Quinn und so. Also die Welt, die er zeichnet, ist einfach unfassbar. Die Fahrzeuge, die Stadt, wie detailliert die Panels sind. Dann noch Matt Hollingsworth als Kolorist mit dabei, der das auch hervorragend macht. Also die ergänzen sich sehr, sehr gut. Die Zeichnungen sind einfach unfassbar. Ne? Also er kombiniert da Federzeichnungen mit Pinselzeichnungen, hat wirklich die krassesten Tusche-Skills, ne? Also es ist sehr, sehr stark. Und es ist wirklich so ein Comic. Wenn die Story komplett scheiße wäre, wäre es für mich trotzdem ein mega guter Comic, weil ich allein für Zeichnungen manchmal Comics kaufe. Und das wäre auch einer davon, ne? Also ich blätter da immer wieder durch, wenn ich Inspiration suche, wenn ich mal nachschaue, okay, wie malt man jetzt hier, weißt du was ich, wie malt man Blut? Der Comic ist mega blutig und brutal, ne? Wie stellt man sowas dar? Dann gehe ich da wieder hin und schaue wieder rein, weil Sean Murphy einfach ein Genius ist. Ja, es ist unfassbar. Also ich hoffe, ihr seht das auch so. Also ich finde die Zeichnungen richtig, richtig gut. Und mit diesen Bildern sind wir am Ende der Kritik angekommen und kommen zur Bewertung. Ich finde, der Comic ist bei weitem nicht so gut wie Batman White Knight. Ne? Also Batman White Knight war einfach perfekt. Also wer den noch nicht gelesen hat, packe ich auch unten in die Videobeschreibung, holt euch den safe. Das sind auch Affiliate-Links, also wenn ihr den Comic da kauft, unterstütze mich auch noch, das wäre wirklich, wäre ich euch sehr dankbar für. Also White Knight ist eine uneingeschränkte Empfehlung, muss man lesen. Also ich erwarte das von allen meinen Abonnenten, dass ihr den, weil er ist wirklich, A-Plus-Comic für mich. Also ich finde den so gut. Ja, aber zurück zu Curse of the White Knight. Ist nicht ganz so stark, ist aber trotzdem natürlich genauso gut gezeichnet, wenn nicht sogar besser gezeichnet, ne? Weil wieder ein paar Jahre dazwischen liegen und Sean Murphy wieder ein bisschen üben konnte, also noch besser geworden ist. Vom Zeichnerischen ist der, glaube ich, besser, aber inhaltlich nicht ganz so stark, kriegt von mir trotzdem A-. Ja, weil ich das einfach schön finde, wenn wir in unseren Superhelden-Comics in DC und Marvel, wenn es da noch Geschichten gibt, die originell sind, die kreativ sind, wo sich jemand was traut, wo Leute sterben und tot bleiben. Ne, all diese Sachen, die hat man in normalen DC-Comics halt gar nicht. Ne? Da ist alles irgendwie ein bisschen redundant, ein bisschen egal. Hier in so einer Elseworld-Geschichte hat alles Impact und eine Wucht und ist emotional. Und das gefällt mir halt. Ja, und das ist so mein Ding. Ich mag sowas. Deswegen kriegt er von mir ein A-. Ja, wie gesagt, beide Comics unten in der Videobeschreibung. Batman White Knight. Pflichtkauf, Leute. Pflichtkauf. Das war's. Hier sind noch ein paar Videos, die ihr euch anschauen könnt. Die Kritik zu White Knight. Für alle, die sich noch nicht sicher sind, ob sie sich den holen wollen, klickt da mal rein. Hier ist irgendein anderes Video. Könnt mich abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Instagram, ne? Safe. Auch unten in der Videobeschreibung. Und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Ich bleibe mich ganz sicher fürs Einschalten. Und ja, als nächstes kommt eben das Artbook von Junji Ito und Batman Last Night on Earth. Haut rein, Leute. Bis dahin, frohes Lesen. Ciao.